Hallo und herzlich willkommen zum neuesten Part Horizon Zero Dawn. Ja, beim letzten Mal haben wir die Grauhaarichte von Scheuerfels weggeräumselt und nun sprechen wir mit ihrem Anführer. Vorher beklauen wir ihn aber noch unten in seine Vorratskisten. So, jetzt kannst du losgehen. Hat dich gebracht und du hast uns gerettet. Woher kommst du? Ein Mann namens Harcourt vor dem Dorf warnte mich. Verräter! Er sollte die Stellung halten. Ich leg ihn in Ketten. Er ist tot. Was? Dieser elende, faule Nichtsnutz von einem Bruder. Warum hört er nie? Warum? Er hatte Angst, du und die ganze Stadt würdet getötet. Hast du eine Ahnung, was die Grauhaarichte herlockt? Wollte hier jemand Köder verkaufen? Das sind Geräte, die Maschinen rufen. Wie bitte? Hm? Ist das eine Art Nora-Witz? Das heißt dann wohl nein. Dann sollten wir einfach mal gehen. Versuchen, wieso die Habichte angreifen. Du hast viel zu tun. Wirklich? Nie bietet mir jemand Hilfe an. Liest du gut Spuren? Das könnte man sagen. Also gut. Halt mich auf dem Laufenden. Hammer auf Stahl, dass ein Kaja dahinter steckt. Okay. Dann müssen wir jetzt mal Scheuerfels untersuchen. Da ist er. Das Gerät sendet ein Signal. Vielleicht lockt das die Grauhaarichte an. Geh aus! Was machst du da? Bei der Sonne. Es geht nicht aus. Das Gerät lässt Grauhaarichte angreifen. Schalt's aus. Ich? Ich weiß nicht, wie es ausgeht und nicht mal, wie ich es eingeschaltet habe. Es lag in einer alten Werkstatt. So, das war's wohl. Jetzt rede. Das Gerät ist gefährlich. Ich muss diese Werkstatt finden und mich dort umsehen. Wo ist sie? Dem Ostgrat, hinter meinem Lager. Doch als ich die Werkstatt verließ, zeugte ein Krachen von oben von Unheil. Ich sprang in den Fluss nur kurz bevor eine Lawine herabstürzte. Man kommt nicht mehr hin, denn der Weg ist zu unsicher. Ich probier's. Und du halt dich fern von der Werkstatt und versuch nicht noch mehr anzurichten. Okay. Eine Runde Skifahren, Leute. Wir müssen also in ein frisches Lawinen. Die Werkstatt sei bei seinem Lager auf dem Ostgrat. Beste Fähigkeit. Slow Motion. Da hast du Brücke, aber nicht schlimm. Weiter. Nur ein einzelner Verbüßter. Alles gut. Und wir haben ein Wildtier umgebracht. Mal wieder. Ein Schnappmaul. Und ich glaube, wir hätten nach vorne irgendwo abbiegen müssen. Auch sehr gut. Schickt uns zurück, weil er nicht 100%ig anzeigen konnte, wo wir hinwollen. Schnell. Nein. Geh mal weg. Den schnell speichern und dann haben wir auf diesen Punkt. Jetzt müssen wir hier unbedingt uns rausbewegen, Leute. Zwar nach da oben.
Unser Breitkopf macht das schon. Fix und fertig, halb zerstört. Aber er schleppt uns nach oben. Bis zu einem gewissen Punkt. Okay, ab jetzt heißt es wieder schön eine Runde klettern. Nur ist hier nicht in dieser Nähe irgendwie dieser riesige Vogel? Oh Gott. Oh Gott, sie sind immer noch in uns erfahren. Bye bye, Breitköpfchen, bye bye. Ah, oh, okay. Er war ein toller Popkamerad. Die Werkstatt muss also in der Nähe sein, wenn ich um die Lawine herumkomme. Erstmal schnell speichern. Wir gehen mal gleich auf den Boden um. Ich habe nämlich ganz ungutes Gefühl heute. Wir müssen nämlich nach da hinten. Und hopp! Ihr wisst, dass hier dieser riesige... Oh, sehr cool. In Slow Motion. Sehr geil. Sehr geil gemacht. Da müssen wir hin, okay. So einigermaßen. Hier ist meine Vorratskiste. Aber wenn ich mich nicht richtig sinne. Sturmvogel-Areal. Grauhabich-Areal, gut. Der Sturmvogel ist weit genug für uns. Dann fahren wir mal weiter. Ui. Kameraverwirrung. Okay. Oh! Wir lösen noch selber fast eine Lawine aus. Mies. Warum müssen die hier oben direkt an erster Front stehen? Dass man ihnen gleich ins Gesicht schauen muss. Meine Güte. Aber hey, wir haben uns gut geschlagen heute. Sehr, sehr gut sogar. Okay. Und oh, Eisbrühe-Rücken. Oh nein. Bin ich der Einzige, der diesen komischen Riesenvogel da hinten sieht? Oh.
so aus, als dass wir hier verdammt gut auf dem Präsentierteller sitzen, Leute. Euch ist bewusst, was da vorne sitzt, ne? Ich will mich nicht mal mehr dazu äußern. Wie war das? Wir sind außerhalb des Sturmvogel-Areals. Sind wir nicht. So, gar nicht. Überhaupt nicht. Aber erstmal müssen wir mit den Kameraden hier losgehen. Also er sucht. Aber er geht zurück auf seinen Weg. Jetzt kann er sich so ungefähr vorstellen, wo wir sind. Das war wohl sein Eistank, Leute. Und da ist er weg. Hat ein bisschen Material gekostet, aber nicht schlimm. So, aber bevor wir jetzt darüber gehen und wahrscheinlich in die offensichtlichste Falle laufen, die es geben könnte, und wir haben kein Draht mehr, warum haben wir keine, wir haben kein Draht mehr, oh nein, unschön. Wetter, ein Köder hat diesen Sturmvogel angelockt. Wenn ich das Gerät finde und zerstöre, sollte die Maschine verschwinden.
Guckt euch dieses Riesenviech an. Doppelt so groß wie ein Rauchhabicht und mit Strom geladen. Kein leichter Gegner. Oh, Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist eigentlich überall dasselbe. Er hat einfach mal eine Attacke gezündet und den Heilbereich unter Elektrizität gesetzt. Der Kollege ist echt nicht zu unterschätzen. Da ist ein Gewehr. Was ist jetzt schlimmer? Das Gewehr oder der scheiß Antrieb? Was war das denn jetzt schon wieder? Auch falscher Trank. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, was macht denn der? Und ist tot. Ah, warum kommt der Reichurschwür? Was war das gerade für ein unnormal starker Angriff, Leute? Was war das? Eieiei, wie sollen wir das Viech nur aus dem Himmel holen? Wenn es uns möglich wäre. Geh weg. Oder lande, ich kann dich nämlich überbrücken. Oh, Alter. Oh Gott.
Antrieb. Er hat zwei Lorbehälter auf dem Rücken. Wir tun dir nichts. Komm. Leute, gut. Und er ist auch schon wieder. Alter. Aber so kann man das Viech auch mal studieren. Drei Antriebe in jedem Flügel. Dadurch ist er wahrscheinlich... So, wo ist der letzte Köder? Schwäche, Eis und Abriss. Eisbehälter. Erledigt. Der lockt keine Maschine mehr an. Oh Gott sei Dank, wir mussten nicht gegen kämpfen. Ist was Wichtiges. Der Wald ist also dahinter. Oh. Und gefährlich. Jetzt erstatte ich in Scheuerfels Bericht. Gut, wie kommen wir hier wieder runter? Da ist eine Absetzung. Ah. Sehr gut. Und... Hui. Hopp. 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 Und hopp. Dann kommt er. Hey, du bist ja wieder full alive. Hey, sehr schön. Und jetzt sieht die Klippe runterfallen, ne? Reiten? Was machst du auf der Maschine her? Wonach sieht's aus? Na gut, dann können wir Bericht in Scheuerfels und die Beine gehen.
Ich bin jetzt erst echt davon ausgegangen, erst die Signale auszuschalten und dann diesen Donnervogel wegzurönseln, aber das wäre echt heftig gewesen. So, und wir geben Input. Gefunden und vernichtet. Das Problem sollte gelöst sein. Feuer und Spucke, das hätte ich nicht gedacht. Und wenn es davon noch mehr gibt? Die Werkstatt, wo ich ihn fand, ist verlassen. Ihr seid sicher. Gut. Meine Truppe und mein Bruder hätten in die Hände gespuckt und sie dir gereicht. Im Namen von Scheuerfels und meiner Familie, vielen Dank. Yay! Abgeschlossen, tot aus dem Himmel. Dafür kriegen wir ein paar Erfahrungspunkte und ein paar Kisten. Apropos Kisten, weil davon haben wir auch eine ganze Menge mitgenommen. Da ist eine. Oh, Zunder. Okay. Das können wir fast alles verwenden. Draht. Draht ist immer gut. Boah, so viele Materialien. Ich glaube, das war's. Kisten, oder? Kistentechnisch? Oh ne, wir haben noch welche. Tick, tick. Und den. Ey, so viel Mist mit uns am Rumschleppen. Kapazität. Oh, wir können Kapazität nennen. Trankbeutel. Trankbeutel. Sehr gut. Trankbeutel ist jetzt auch funktioniert. Das bedeutet, oh, Leute, das ist sehr gut. Von jedem 12. Damit können wir arbeiten und hiervon auch, boah, ey. Tap, tap, tap. Dafür, eigentlich die Tränke, die wir am wenigsten nutzen. Was haben wir jetzt noch für Kapazitäten? Wir noch opfern müssen? Jägerbogen, Scharfschutzbogen. Ja, Modifikationsbeutel, definitiv. Und dafür brauchen wir Fuchsknochen. Immer wir die herkriegen. Und für Schaut brauchen wir noch. Auch wenn sich der Outfitbeutel haben wir Platz und was drin. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Bis unten. Nichts nutzen wir. So. Ah, da oben sind. Upsa. Aber gut, liebe Freunde, wie das Ganze weitergeht, sehen wir dann im nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, hinterlasst einen Daumen nach oben. Über Kommentare würde ich mich sehr freuen. Hinterlasst mir ein Abonnement, falls euch das alles so gefällt, was ich mache, und so verpasst ihr auch kein weiteres Video. Ihr könnt mir auf Instagram folgen, der Link ist in der Beschreibung. Und in diesem Sinne sage ich schönen Abend. Ciao.